Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 5, zweite Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Änderung des Mobilitätsförderungsgesetzes, Fördergesetz, Berichterstattung. Berichterstatter ist Herr Dr. Naas. Bitte sehr, Berichterstattung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags, das die Drucksache 20/1175 in zweiter Lesung anzunehmen. Diese Beschlussempfehlung erfolgte einstimmig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Jetzt habe ich als Wortmeldung als Erster den Kollegen Meysner, CDU-Fraktion. Aber eigentlich wäre FDP dran. Nein, nicht eigentlich. Es ist immer dran, wer sich gemeldet hat. Ja. Markus Meysner, bitte sehr, du hast das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem Mobilitätsfördergesetz leisten wir bereits heute einen wichtigen Beitrag, um die Infrastruktur in den hessischen Städten und Gemeinden zu stärken und auszubauen. Dabei nehmen wir viel Geld in die Hand, um den Übergang von der Bundes- zur Landesförderung 2019-2020 reibungslos zu gestalten. Wir setzen ab dem kommenden Jahr 100 Millionen € eigene Landesmittel ein, um auch auf kommunaler Ebene Planungs- und Finanzierungssicherheit sowie Mobilität in der Fläche gewährleisten zu können. Das Thema Mobilität beinhaltet viele verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung. Sowohl altbekannte wie auch neue Formen des Transports von Personen, Tieren und Gütern. Gerade diese Vielfältigkeit, die dieses Thema beinhaltet, sollte Ansporn sein, auch immer wieder auf die notwendige Technologieoffenheit hinzuweisen. Die zu dem Thema Förderung von Seilbahnen durchgeführte Anhörung war hochinteressant. Interessant deshalb, weil wir erfahren konnten, wie weit sowohl die Forschung, die Hochschulen wie auch die Planer des ÖPNV und die verschiedenen Verbände bei diesem Thema schon sind. Die Errichtung von Seilbahnen in verdichteten städtischen Gebieten wird an verschiedenen Orten als Möglichkeit diskutiert, das vorhandene Verkehrssystem, insbesondere im Bereich des ÖPNV, gezielt für einzelne Verbindungen zu entlasten. Für Seilbahnen sprechen dabei z.B. der geringe Platzbedarf für den Transportweg, die relativ schnelle Umsetzung oder die hohe Leistungsfähigkeit im Punkt-zu-Punkt-Verkehr, zugegeben auf eher kürzeren Distanzen. Letztendlich müssen Aufwand und Nutzen jedoch anhand konkreter Vorschläge vertieft überprüft werden und in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Daher begrüße ich ausdrücklich, dass der RMV erste Machbarkeitsstudien in Auftrag geben möchte. Danach können wir genauer beurteilen, wo und in welcher Form ein solches Transportsystem jenseits der lediglich touristischen Nutzung überhaupt Sinn macht. Die Nachfrage nach Bussen und Bahnen im ÖPNV steigt seit geraumer Zeit. Da ist es richtig, dass beispielsweise der Bau und Ausbau von Haltestellen, Verkehrsstationen und Mobilitätsstationen wie auch die Beschaffung alternativ betriebener Busse unterstützt werden können. Letztlich muss der Personentransport in der Summe erweitert werden. Und wie erwähnt, ist uns die notwendige Technologieoffenheit auch bei diesem Thema wichtig und ein Querdenken durchaus erwünscht. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und Freie Demokraten haben nun einen Konsens durch einen geänderten Gesetzentwurf gefunden, der die Förderung von Seilbahnen im Rahmen des Mobilitätsfördergesetzes ausdrücklich absichert. Somit werden wir mit der aktuellen Ergänzung des Mobilitätsfördergesetzes, die wir als Ergebnis der Anhörung gerne mittragen, für die Förderung von Seilbahnen Klarheit und Rechtssicherheit schaffen. Ich bin freudig gespannt, wann wir die erste Seilbahn im Rahmen des ÖPNV einweihen und nutzen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Meysner. Das Wort hat der Kollege Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Meysner, in der Tat, Ihre Rede hat eindrucksvoll bewiesen, wie hilfreich Anhörungen sein können. Denn nämlich das, was Sie in der ersten Lesung zu diesem Gesetzentwurf hier berichtet haben und so, wie Sie jetzt heute Stellung nehmen, zeigt, dass Erkenntnisgewinn durch Anhörungen ein guter Weg ist. Und deswegen freut mich das, was Sie hier eben zum Besten gegeben haben. Denn wir haben diskutiert über die Frage Ermöglichung von Seilbahnen durch die Aufnahme von der Förderung nicht touristisch genutzter Seilbahnen im Mobilitätsfördergesetz.
Und da haben wir in der ersten Lesung am 28. Februar hier lang und breit erklärt bekommen, warum diese Landesregierung das ja schon alles macht. Eine Verordnung allein reicht. Im Übrigen, Herr Minister, wir werden heute mit dem Gesetzesverfahren hier im Landtag schneller sein als Sie mit der Verordnung zur Ausführung des Mobilitätsfördergesetzes. Auch das zeigt der Weg, dass der richtig war. Daher ist es ein guter Weg gewesen, und in der Tat, die Anhörung war deswegen auch sehr vielversprechend, auch wenn da noch Staatssekretär Deutschendorf am 21.08. gesagt hat, ich darf aus dem Protokoll zitieren, wir haben ein Mobilitätsfördergesetz, das die Förderung urbaner Seilbahnen möglich macht. Insofern sehen wir keinen Änderungsbedarf. Dass das jetzt nicht gilt, finde ich gut und richtig, meine Damen und Herren. Ja, Seilbahnen können ein interessanter, ein zusätzlicher, ein alternativer Weg sein in der Ergänzung des ÖPNV-Angebotes. Und genau an diesen Stellen freue ich mich auf weitere Diskussionen, in denen wir, Kollege Meißner hat es ja eben ein Stück weit schon mit angerissen, über neue, moderne Formen alternativer Antriebsformen, zusätzliche alternativer Mobilitätsformen, all das diskutieren und einen Weg finden, wie wir als Land auch tatsächlich unseren Beitrag dazu leisten. Deswegen haben wir auch bei der Debatte um das Gesetz seinerzeit und ich in der ersten Lesung zu der Änderung für heute schon deutlich gemacht, dass wir auch am bestehenden Mobilitätsfördergesetz Erweiterungsbedarfe sehen, in der Beschreibung der Wege, aber natürlich auch im kontinuierlichen Aufwuchs der Fördersummen, damit wir eben nicht sagen, Mindestsummen und alles andere entscheidet der Haushaltsgesetzgeber, sondern eine Verlässlichkeit in einer Planung über einen längeren Planungszeitraum hinaus beschreiben, damit sich Verbünde, damit sich Kommunen, damit sich der Regionalverband, der ja gerade im Bereich Seilbahn da Vorreiter mit ist und war, dass die sich darauf einlassen können und diesen Weg mit uns gehen, wie wir es uns vorstellen, meine Damen und Herren. Ich will abschließen mit einem Satz aus der Anhörung von Herrn Horn vom Regionalverband, der deutlich gemacht hat bei der Frage der Seilbahnen und insgesamt des Mobilitätsfördergesetzes, Zitat, wir würden uns auch, wenn ich das so offen sagen darf, ein etwas stärkeres Engagement des Ministeriums wünschen. Ende des Zitats. Diesem Zitat habe ich nichts hinzuzufügen. Wir freuen uns, dass wir einstimmig dieser Initiative der FDP heute zustimmen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kollege Tobias Eckert. Das Wort hat die Frau Abg. Kathi Walter, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Und täglich grüßt das Murmeltier, könnte man sagen, oder eben das Mobilitätsfördergesetz. Denn irgendwie ist zu dem Thema ja schon alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem. Deshalb befasse ich mich jetzt auch noch einmal damit. Das komplexe Thema Mobilitätsförderung ist in der Debatte ja jetzt hier sehr auf die Frage der Seilbahn zusammengeschnurrt, weil sich die FDP Sorgen gemacht hat, dass die Straßenbahnen der Lüfte, Zitat Herr Dr. Naas, derzeit nicht förderfähig sind und deshalb einen Gesetzentwurf zur Änderung des Mobilitätsfördergesetzes eingereicht, der uns seit Februar beschäftigt hat. Sogar eine öffentliche Anhörung wurde durchgeführt, die letztlich aber weniger um das Thema Förderfähigkeit kreiste als vielmehr um die Frage der Sinnhaftigkeit von Seilbahnen in Hessen. Mir als Neuling hat sich dabei schon die Frage gestellt, ob dieses ganze Prozedere sinnvoll ist, denn das Mobilitätsfördergesetz wurde 2018 vom Landtag beschlossen. Das Verkehrsministerium entscheidet zusammen mit Hessen Mobil, welche Anträge förderfähig sind. Und es wurde mehrfach erklärt, dass urbane Seilbahnen, also Seilbahnen als Teil des ÖPNV, schon jetzt förderfähig sind. Dass derzeit an der Richtlinie für das Mobilitätsfördergesetz gearbeitet wird, in der die Förderfähigkeit von Seilbahnen ausdrücklich festgestellt werden. Und dass kein Antragsteller, und das ist mir persönlich wichtig gewesen, derzeit leer ausgeht, der sich vor der Fertigstellung der Richtlinie Ende des Jahres gemeldet hätte. Nun haben wir dem Ansinnen der FDP, Seilbahnen explizit als förderfähig ins Gesetz aufzunehmen, entsprochen und uns in dem Zuge auch noch einmal mit den Vorteilen der Seilbahn als Baustein des ÖPNV beschäftigt. Eigene Trassen ohne Kreuzungen, leiser im Betrieb, keine Schadstoffemissionen usw. Das ist hier alles schon gesagt worden. Und wenn wir uns einmal ein Beispiel anschauen, wo diese Seilbahnen im ÖPNV derzeit auf der Welt schon eingesetzt werden,
dann ist ein besonders imposantes, finde ich, La Paz und El Alto in Bolivien. Beide Städte sind Millionenstädte und haben wirkliche Verkehrsprobleme. Aber aus Gründen der Topografie und der Geologie waren dort eben keine U- oder S-Bahnen zu bauen. Deshalb hat man sich dort für die Luftseilbahn entschieden. Und die Mobilität dort hat sich auch dank des Seilbahnnetzes dort spürbar verbessert. Was heißt das nun für uns in Hessen? Ich würde vorschlagen, dass wir die Machbarkeitsstudie des RMV für ein Pilotprojekt im Hochtaunus abwarten. Dort gibt es die Idee von Schmitten, über den Großen Feldberg einen Seilbahnzubringer zur U-Bahn-Station Oberursel-Hohemark zu errichten. Die ersten Untersuchungsergebnisse werden ja Ende des Jahres vorliegen. Die Studie soll dann auch eine Blaupause für weitere Seilbahnuntersuchungen im RMV-Gebiet sein. Das klingt vernünftig. Eins sollte uns bei allem Interesse aber auch klar sein. Seilbahnen können in einzelnen Fällen eine sinnvolle Ergänzung zu Schiene und Straße hier in Hessen sein. Diese Fälle sind besonders dann gegeben, wenn es Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gibt, womöglich auch über schwieriges Terrain. Sie werden unsere Verkehrsprobleme im Ballungsraum alleine aber nicht lösen. Hessen soll Vorreiter der Verkehrswende sein. Dementsprechend wollen wir insbesondere weitere daran arbeiten, verschiedene Verkehrsmittel effektiv miteinander zu verknüpfen und unnötigen Verkehr zu vermeiden. Wir wollen gezielt das Klima schützen und die Lebensqualität in den Städten erhöhen. Wir brauchen die Sicherung und den Ausbau leistungsfähiger, vernetzter und moderner Verkehrsinfrastrukturen des öffentlichen Personennahverkehrs. Dafür hat sich die Koalition bis jetzt schon eingesetzt, und das werden wir auch in Zukunft tun. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Abg. Enners, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da sinnvolle Maßnahmen oft an den fehlenden Normen oder den gesetzlichen Regelungen scheitern, ist es für die AfD-Fraktion jetzt äußerst zielführend, die Seilbahn ins Mobilitätsfördergesetz aufzunehmen. Seilbahnen, die im Rahmen einer Verkehrswende als mögliche Mittel zur Personenbeförderung erachtet werden, haben somit eine feste Rechtsgrundlage, sind als förderfähige Vorhaben festgeschrieben. Aus diesem Grund stimmen wir dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Form zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Enners. Das Wort hat die Frau Abg. Jeanine Wiesler, Fraktion DIE LINKE. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir waren uns ja eigentlich schon in der ersten Lesung mehr oder weniger einig, dass man zumindest nicht ausschließen sollte, dass Seilbahnen im Einzelfall eine sinnvolle Ergänzung im ÖPNV-Netz sein können. Und dem wurde ja auch in der Anhörung nicht widersprochen. Uneinig waren wir uns ja nur über die Frage, oder sind wir uns vielleicht dann noch, weiß ich nicht, inwieweit die Formulierung Bahnen besonderer Bauart die Förderung von Seilbahnen nach dem Mobilitätsfördergesetz möglich macht, rechtssicher oder eben nicht. Und das Problem ist ja mittlerweile gelöst, weil die Koalitionsfraktionen ja auch einen eigenen Änderungsantrag dazu vorgelegt haben. Also sei es drum, es ist entweder eine Präzisierung oder es ist eben eine notwendige Regelung. Auf jeden Fall haben wir uns ja darauf einvernehmlich im Ausschuss einigen können. Ich will noch einmal darauf hinweisen, und das finde ich schon wichtig, dass klar sein muss, was für eine kleine Schraube wir hier natürlich drehen. Und dass das Mobilitätsfördergesetz, um das es hier geht, jetzt schon sehr, sehr knapp ausgestattet ist finanziell, ob jetzt mit der Seilbahn oder ohne die Seilbahn förderungsfähig zu machen. Weil wir reden hier über Verkehrsinvestitionen, die Fördermittel für Verkehrsinvestitionen in Höhe von 100 Millionen € im Jahr, die infolge der Föderalismusreformen künftig aus den Umsatzsteuereinnahmen vom Bund fließen. Nur, Herr Meißner, nur so viel auch zu der Frage, ob das jetzt eigene Landesmittel sind. Ich meine, wirklich viel hat das Land ja nicht draufgelegt zu diesen Mitteln. Und diese 100 Millionen € wären natürlich für die Verkehrswende dringend nötig und sind viel zu knapp, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass die laufende Verlängerung der U5 ins Frankfurter Europaviertel nach aktuellem Stand allein schon etwa 400 Millionen € kosten wird.
Und von diesen 100 Millionen €, auf darauf will ich noch einmal hinweisen, sollen ja 50% für Investitionen in den Straßenverkehr fließen. So hat es die schwarz-grüne Mehrheit im letzten Jahr beschlossen. Es wäre schon auch ein mutigerer Schritt gewesen, hier ganz deutlich zu machen, dass der ÖPNV-Ausbau einen klaren Vorrang bei der Mittelvergabe hat, weil die Verkehrswende eben wichtig und notwendig ist. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung, dass die Verkehrsinfrastruktur, die wir jetzt haben, dass sie seit 20 bis 30 Jahren weitgehend stagniert, dass wir im Rhein-Main-Gebiet eine völlige Überlastung haben der Busse und Bahnen, während wir in Teilen des ländlichen Raums die Situation haben, dass dort ganze Gebiete abgehängt sind. Die vielleicht wichtigste Neuerung in den letzten Jahren war die Regiotram in Kassel gewesen. Aber ansonsten stagniert weitestgehend die Verkehrsinfrastruktur. Wir diskutieren ja hier auch immer wieder über Verkehrsprojekte, die eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten schon in der Diskussion sind. Und deswegen brauchen wir natürlich auch wieder große Würfe. Und so etwas wie Tempo-30-Zonen und Busspuren, die sind auch wichtig. Aber das sind natürlich auch Fragen, die Gemeinden mehr oder weniger selber für sich klären können, während eben die großen Verkehrsinfrastrukturinvestitionen eben nicht einfach von den Gemeinden gestemmt werden können. Und deswegen ist es hier notwendig, den Bau und Ausbau der kommunalen Bahninfrastruktur zu fördern. Und dazu gehören die Erweiterung in Frankfurt, die Ginnheimer Kurve, dazu gehört die Wiesbadener Stadtbahn, die geplant ist, die hoffentlich auch nicht die einzige Linie bleiben wird. Und auch in andere Gemeinden, gerade eben im ländlichen Raum, muss dringend in die Verkehrsinfrastruktur investiert werden. Also von daher, wenn 100 Millionen € großzügig klingen, dann sind sie jetzt schon sehr, sehr knapp, ob mit oder ohne Seilbahn. Und eines will ich dann doch noch einmal festhalten, und das sagen wir auch ganz klar. Eine Seilbahn darf immer nur eine spezialisierte Ergänzung und keine Low-Cost-Alternative zu wichtigen Bahnprojekten sein. Auch Buslinien, die näher an den Wohngebieten und mit geringeren Haltestellenabständen fahren, erfüllen eine ganz andere Funktion als Seilbahn, die in der Praxis natürlich immer Umsteigezwänge bedeuten. Und deswegen einen ÖPNV-Light per billiger Seilbahn darf es natürlich nicht geben. Dennoch, da kann es Projekte geben, wie sie sehr sinnvoll sind und schwer sind, mit anderen Bahnen zu bewältigen. Der Nutzen etwa der Feldbergstrecke, die Abgeordnete Walter hat das eben angesprochen, das ist zum Beispiel ja eine Strecke, wo sich der Nutzen eben wirklich erschließt. Aber natürlich werden die Seilbahnen die Verkehrsprobleme der Zukunft nicht lösen. Wir befürworten die Aufnahme von Seilbahn als Mobilitätsfördergesetz, weil sie eben in einer besonderen Nische interessante Alternativen sein können. Und mein letzter Satz. Von daher ist es gut, dass die FDP die Klarstellung angestoßen hat. Allerdings erwarten wir dann aber auch, dass die FDP und ihre Mitglieder dann nicht wieder bei eventuellen Seilbahnprojekten dann wieder in der ersten Reihe der Bürgerinitiativen dagegen stehen, wenn es dann vor Ort Bedenken da geben sollte. Aber ich sage es nur. Ich sage es nur, weil wir verschiedene Erfahrungswerte haben. Aber da hoffe ich einfach, dass die Faszination, die wir jetzt in der FDP haben für die Seilbahn, in den Fällen dann auch bestehen bleibt und dann eben auch offensiv vertreten wird. Also, es ist gut, dass es die Initiative gab. Es ist gut, dass wir es heute beschließen. In dem Sinne stimmen wir dem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Dr. Naas, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann es an dieser Stelle relativ kurz machen. Kollege Meysner, Frau Kollegin Walter, herzlich willkommen im Förderverein der expliziten Seilbahnfreunde. Es war ja kein so leichter Einstieg in diesen Förderverein. Der eine oder andere hat sich ja so ein bisschen geziert, obwohl wir ja am Anfang, Kollege Eckert hat es gesagt, an sich schon einig waren, dass das ein Baustein sein kann, die Seilbahn der Zukunft, die Straßenbahn der Lüfte. Und die Kollegin Wissler hat es gesagt, es ist sicherlich nicht die Lösung aller Verkehrsprobleme. Das hat hier auch keiner gesagt. Sondern es geht punktuell darum, hier technologieoffen eine solche Fortbewegungsmöglichkeit zu prüfen und hier auch eine Vielfalt der Mobilität
dann auch in den Ballungszentren insbesondere zu gewährleisten. Ich bin sehr froh, dass die Anhörung sehr klar zutage gefördert hat. Und alle sechs Anzuhörenden haben sich ja eindeutig für dieses Gesetz ausgesprochen, dass es eben hier eine Chance ist und dass es auch, zumindest haben das zwei Anzuhörende gesagt, auch notwendig ist, zumindest eine Präzisierung herbeizuführen. Und wir haben am Ende ja nur über Jura diskutiert. Jetzt sagen Sie ja, auch der Verkehrsminister ist ja relativ scheu gewesen, was den Eintritt in diesen Förderverein angeht. Jetzt sagen Sie ja, Straßenbahn, Hochbahn, Untergrundbahn, das sind alles Bahnen besonderer Bauart, und dazu zählt ja auch die Seilbahn. Nach dieser Definition müssten Sie allerdings auch Achterbahnen und Geisterbahnen fördern, weil die insbesondere auch auf einer Schiene fahren. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das vom Gesetz nicht umfasst ist. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, gerade weil die Seilbahn eben nicht schienengebunden ist, sondern an einem Seil geführt wird, hier zumindest eine Präzisierung vorzunehmen. Und so schlau waren ja auch die Grünen in Baden-Württemberg, die das ja in ihr Mobilitätsgesetz auch explizit aufgenommen haben. Und deswegen ist das hier einer meiner Kronzeugen, nämlich die Grünen in Baden-Württemberg, die das aufgenommen haben ins Gesetz und damit das Mobilitätsfördergesetz bereichert haben. Wir wollen das in Hessen auch tun. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, am Ende zu sagen, herzlichen Dank, dass Sie auch so offen waren, sich einem Vorschlag, Frau Kollegin Müller, der Opposition hier nicht zu verweigern, sondern mit einem Änderungsantrag, aber immerhin einen Gesetzentwurf der Freien Demokraten hier zum Erfolg zu verhelfen. Und das gefällt uns vom Stil her, das ist in Ordnung. Und wir würden uns das auch für weitere Initiativen natürlich wünschen. Ich finde es gut, dass wir heute einvernehmlich, genauso wie im Ausschuss, über diese Gesetzesänderung befinden können. Und ich glaube, dass es ein guter Tag ist für die Seilbahn in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Bevor wir in der Debatte fortfahren, darf ich auf der Besuchertribüne begrüßen den Vizepräsidenten der Vietnamesischen Nationalversammlung, seine Exzellenz Do Ba Thi, mit seiner Delegation. Sind Sie uns herzlich willkommen hier im Hessischen Landtag. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Die guten Beziehungen, die wir miteinander haben, wollen wir auch sicherlich am heutigen Tag wieder bestätigen mit Ihrem Besuch. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. So, jetzt hat das Wort der Verkehrsminister. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Naas, gerade noch die Kurve bekommen, hätte ich fast gesagt. Naja, man kann sich ja auch mal freuen, wenn die Mehrheit einen. Ja, am Ende hat er sich gefreut. Und dass mir mal jemand sagt, dass ich scheu bin, das ist mir auch noch nicht so oft untergekommen. Aber Sie können sicher sein, der Andi ist scheuer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns in vielerlei Hinsicht mit Seilbahnen beschäftigt in den letzten Monaten, in vielerlei Debatten. Und ich will an der Stelle sagen, natürlich haben Seilbahnen Vorteile. Sie sind in aller Regel schneller gebaut als Schienen. Sie sind auch günstiger zu realisieren. Sie verursachen keinen Verkehrslärm. Alles richtig. Sie sind elektrisch. Das ist die Bahn aber auch, wenn sie elektrifiziert ist. Stichwort S-Bahn. Und das ist schon angesprochen worden. Ich warne nur ein bisschen davor, dass man jetzt denkt, das wär's. Weil, wenn Sie mal überlegen, es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, bei der S-Bahn Rhein-Main im RMV-Gebiet fahren verstärkt Langzüge, also drei Triebwagen hintereinander. Da sind dann morgens im Berufsverkehr auf einen Rutsch 1.000 Leute drin. Das ist mit einer Seilbahn, vorsichtig gesagt, etwas schwieriger.
Und dementsprechend ist klar, dass in der Bedeutung, dass mit wichtigen Ausbauprojekten wie beispielsweise der S6 in Richtung Bad Vilbel und weiter nach Friedberg oder auch der Nordmainischen S-Bahn überhaupt nicht zu vergleichen ist. Man braucht eine stabile Schieneninfrastruktur in einer wachsenden Metropolregion. Und deswegen ist klar, dass Seilbahnen ergänzend sein können. Aber es ist angesprochen worden, es gibt Ideen, es gibt Projekte. Und aus meiner Sicht ist völlig klar, dass wir an dieser Stelle als Verkehrsministerium jedem vernünftigen Vorschlag positiv gegenüberstehen, ob mit oder ohne Änderung des Mobilitätsfördergesetzes. Jetzt gab es eine Debatte über die Frage, wann ist die Richtlinie fertig, wann ist das Gesetz beschlossen. Ich will an dieser Stelle sagen, wir haben bisher keinen Antrag auf Förderung vorliegen. Und, liebe Kollegin Wissler, wenn er käme, ob nun mit oder ohne Richtlinie oder mit oder ohne Gesetz, würden wir ihn sehr wohlwollend begleiten, weil wir an dieser Stelle ein großes Interesse daran haben, dass jede Möglichkeit genutzt wird, um Mobilität am Ende klima- und umweltfreundlicher zu machen und den Stau damit auch zu bekämpfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Haben wir an dieser Stelle wird der Landtag jetzt gleich einstimmig eine Ergänzung des Mobilitätsfördergesetzes beschließen. Dann ist das auch noch einmal ganz klargestellt. Aus meiner Sicht haben wir dann immer noch keinen Antrag. Aber wir sind einmal gespannt, was sich da entwickeln wird. Es gibt diverse Ideen. Der Regionalverband ist genannt worden. Der Professor Vollmann hat uns auch schon einiges vorgestellt. Am Ende des Tages wird man sich das nach allen Regeln anschauen müssen. Aber ich will darauf hinweisen, dass der eigentlich schwierige Punkt eigentlich auf Bundesebene zu regeln ist. Weil da haben wir bisher die Situation, dass Seilbahnen vom Personenbeförderungsgesetz explizit ausgeschlossen sind. Und das würde bedeuten, eine solche Seilbahn macht ja nur Sinn, wenn man sie integrieren kann in das System der Verbundfahrscheine. Alles andere macht ja keinen Sinn. Also man muss sie dann quasi mit einer RMV-Karte oder einer NVV-Karte auch benutzen können. Und dementsprechend werden wir auf Bundesebene auch das sehr genau begleiten und beobachten, damit man an dieser Stelle zu einer Änderung kommt und dann nicht mit Experimentierklauseln arbeiten muss. Und was mir an dieser Stelle noch wichtig ist, liebe Kollegin Wissler, U-Bahn-Europaviertel, Sie haben das angesprochen, das ist ein Projekt, das zu 60% vom Bundes-GVFG gefördert wird, weil die Projektsumme über 50 Millionen € ist. Da bleibt immer noch eine Menge übrig für das Land und die Kommune. Auch das fördern wir aus dem Mobilitätsfördergesetz. Aber in den letzten Jahren war es nicht so, dass wir an dieser Stelle ein Finanzproblem gehabt hätten, sondern wir hatten eher das Problem, dass es nicht genügend fertige Projekte gab. Da sind jetzt etliche angeschoben worden, die U2-Verlängerung nach Bad Homburg beispielsweise mit Bürgerentscheid positiv entschieden. Ich setze darauf, da können Sie sich auch hilfreich betätigen, Herr Kollege Naas, bei der Citybahn in Wiesbaden, dass wir da auch zu einer positiven Entscheidung kommen. Wir haben die großen S-Bahn-Projekte, die ich schon angesprochen habe, teilweise im Bau, Stichwort S6 oder Richtung Nordmainische S-Bahn in der Planfeststellung, wo jetzt auch die ersten Baumaßnahmen beginnen werden. Also, das ist etwas, wo viel passieren wird. Die Regionaltangente West gehört auch dazu. Und die 100 Millionen € ab nächstem Jahr sind reines Landesgeld, weil es gibt das Entflechtungsgesetz nicht mehr. Die 100 Millionen ab 2020 sind reines Landesgeld. 50% übrigens nicht für den Autoverkehr, 50% für den kommunalen Straßenbau. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und 50% für den öffentlichen Personennahverkehr. Und an dieser Stelle füge ich ausdrücklich noch hinzu, wir haben ja gestern über die starke Heimat diskutiert. Da soll auch ein Teil dessen, was dort verteilt wird, in Richtung Förderung der Mobilität vor Ort fließen. Das heißt, das würde die 100 Millionen € dann stärken, damit wir am Ende Kommunen dabei unterstützen können, das Notwendige zu tun. Deswegen an dieser Stelle. Wir
werden gleich eine Veränderung des Mobilitätsfördergesetzes beschließen, einstimmig, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und danach kommt es darauf an, das ist der eigentliche Punkt, dass auch die richtigen Projekte vor Ort entwickelt werden, weil ohne die gibt es auch keine Förderung. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Änderung des Mobilitätsfördergesetzes in zweiter Lesung. Wer ihm zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das ist einstimmig. Damit ist dieser Gesetzentwurf einstimmig beschlossen zum Gesetz erhoben.